Dann guck ich mal, was ihr mir Schönes geschrieben habt. Also, was ist der Unterschied zwischen Jesus und einem Casanova? Der Gesichtsausdruck beim Nageln. Alles klar. Cindy, ich werde in 3 Tagen 20. Ich möchte auch ein Geschenk haben. Ja, in 3 Tagen. Stehen 2 Männer am Tresen, fragt der eine den anderen, schreit deine Frau auch immer so, wenn sie kommt? Sagt der andere, nee, die hat einen Schlüssel. Oh Gott. Ach doch. Hallo Cindy, du bist toll. Ich würde gerne ein Kind mit der... Oh Gott. Auch das funktioniert, Madame. Ich werde die 3 austragen. Ich hab so Lieblingswitze. Kennt ihr eigentlich den? Sagt die Nonne zum Vibrator, zittert nicht so. Für mich ist auch das erste Mal. Ich finde ihn gut. Was ist der Unterschied zwischen einem G-Punkt und einer Kneipe? Die Kneipe findet jeder. Eigentlich ist er traurig, oder? Kennt ihr eigentlich den? Kommt eine Nonne zum Frauenarzt? Der Frauenarzt will sie verarschen und sagt, sie sind schwanger. Und die Nonne, oh Gott, was die Leute heutzutage alles auf der Kerze schmieren. Muss hier wieder runter, Moment. Muss vorsichtig hier runter. Letztes Mal, ich mich abgeschützt mit dem Finger, ich mir die Finger gebrochen. Ich krieg manchmal wirklich komische SMS. Der eine hat mir auch, als wir tiefsten Winter hatten, hat der eine mir mal eine SMS, warum steht denn der Mikrofonständer so weit weg? Kein Fahrrad auf der Bühne. Der eine hat mir mal eine SMS geschrieben. Als tiefster Winter war, hat mir dann geschrieben, Frau Cindy, kannst du nach der Show vor meinem Auto herrennen? Ich hab keinen Schneeschieber dabei. Ja, danach hat er sein Auto gesucht. Ach, da war's weg.